Flügel schaut episch aus, oder? Willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword und im Hintergrund noch dieses schöne Zelda-Zeichen. Wir sind hier in der Wüste Ranel und haben keine Ahnung. Ja. Auf der Karte wird mir angezeigt, dass ich da hin muss. Aber was muss ich da machen, verdammt? Lass mal schauen. Aha. Ah. Das erübrigt die Frage. Ich glaube auch. Ja. Ja, jetzt ist der. Ja. Man muss immer in Vergangenheit denken. Oh, scheiße. Also da unten habe ich gleich gesehen, kannst du eine Bombe reinwerfen. Ah, ich habe erst jetzt gesehen, dass der noch lebt. Ich wollte ihm gerade noch einen. Das ist immer so geil, wenn man ihn in die Gegenwart zurückhaut, gell? Lol. Gegeben. Echt episch. Wo kann ich eine Bombe reintun, meinst du? Hast du gesehen? Ach, das meinst du. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich weiß nicht, bringt das was? Ja, das habe ich mir gedacht, was hier daneben ging. Das ist schon was bringen. Weil, schöner Treffer. Ist nur so ein dummes Bernstein-Halbmondsteil. Wo du eh schon 20 von hast. Jetzt 21. Ja gut, dann gehen wir nochmal zu diesem Ding dahin. Diesem komischen, ja, wie sieht das aus, wie so ein Generator. Aber ich glaube nicht, dass hier in der Wüste irgendwie Strom ist. Musst du vielleicht ein aufgeladenes Lichtschwert draufbauen? So. Wäre einen Versuch wert, weil... Nee. Warte, das hat so ein Schlitz, ja, wie so ein Schlüssel, vielleicht stechen, ja, oder so. Ja, stechen ist es! Das Auge wird angezielt, genau. Ja, und jetzt? Falsche Richtung, oder was? Tschüss. Was ist das? Alter, kannst du mir irgendwas dazu sagen? Ja, bitte. Bist du... Dies ist der Hauptschalter zum Eingang des Ranel-Steinwerks. Nur eine bestimmte Kombination der drei Zeiger wird dieses Tor öffnen. Ja, geil, und ich soll raten, oder was? Ich spüre in dieser Gegend etwas, das dem Hauptschalter ähnlich ist. Spüre es mit deiner Aurasuche auf. Okay. Ach so. Eventuell ist das ja die Tür zum Dungeon. Wir müssen es machen wie im zweiten und irgendwelche Schlüssel dafür finden. Oh nein. Wäre möglich. Ja, hier sagt er mir natürlich, ja, ist hier, aber wo kriege ich die Kombi her? Ich kann noch nicht in irgendeinem Mann. Du bist, aber da musst du wahrscheinlich in irgendeinem anderen Raum, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Zelda irgendwas machen würde, was man auch bei Spieletipps nachgelesen könnte. Also wahrscheinlich muss man da irgendwas aktivieren, oder? Ich weiß es nicht. Da vorne ist eine Ritze. Schauen wir mal danach. Ja, gute Idee. Eine ziemlich offensichtliche Ritze. Ja. Wenigstens offensichtlicher als die bei Eldin. Okay. Ja. Was geht da ab? Okay, vielleicht sollst du mal die mit der Aura-Suche reingucken. Nix. Ja. Naja. Hat man eine andere Wahl, als hier zu gucken? Irgendwie nicht, nee. Kann ich hier graben oder sowas? Nee, wenn dann... Oder? Also wenn, dann müsste der A-Knopf erscheinen, dass du graben kannst. Ja, aber hier komme ich doch auch nicht wirklich weiter. Es sei denn, hier ist wieder irgendwie so ein Vergangenheitsschalter. Mal gucken. Nö. Vielleicht da hinten. Können ja auch rollen. Eventuell. Ja, das Rollen hast du irgendwie drauf. Da habe ich Probleme. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich es drauf habe, aber es ist schon... Ja, es geht so. Nee, hier ist echt nichts. Vielleicht noch das letzte anschauen. Also ich... Okay. Da komme ich noch hin, aber ganz da hinten, da ist noch so ein Fels, da komme ich auch garantiert nicht hin. Naja, du könntest erstmal zu dem einen rüberrennen. Da ist aber keiner. Aha, okay. Ich versuche das jetzt mal mit dem Vogel. Ich weiß nicht, ob das geht, aber die Bomben sind mir jetzt langsam zu kostbar. Ich kann nicht so viele tragen. Komm, mach. Ja, schön.
Tschüss. Jetzt sind sie weg. Okay. Also eine andere Spezies geworden. Du wolltest etwas anderes als die Loren bei der Vergangenheit und ich glaube, das hast du gekriegt. Ja, und was habe ich gekriegt? Weil ich habe echt keine Ahnung, was das jetzt hier sein soll. Ja, so kannst du doch ans andere Ende gehen, oder? Weiß ich nicht. Oh, verpiss dich, du Arschloch! Nimm das! Jetzt kastriert er die Gegner nicht mehr, jetzt sticht er ihnen nur noch die Lunge durch. Ja. Schön angelaufen und die Kehle durchstochen. Eine Truhe. 20 Rubine. Was? Zum ersten Mal nur 5. Ja gut, es war auch eine Babytruhe. Ja, aber die anderen waren auch noch solche Babytruhen und da waren auch immer 20 drin. Neue Art von Gegner, oder was? Dies ist ein Ei des Rollkrebses. Der Effekt des Steins der Zeit hat den Rollkrebs zurück in diesen Zustand versetzt. Auch in dieser Form stößt er jedoch in regelmäßigen Abständen elektrische Schockwellen aus. Schlag das Ei mit dem Schwert, wenn es keine Schockwellen abstößt, oder trage es mit dem Greifkäfer. Ja, und wohin? Moment. Was ist das denn schon wieder? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich schätze, dass es notwendig ist, dieses Gerät mit dem Strom zu versorgen. Ah, es beantwortet die Frage, ja. Oder? Ja, die Kugel muss da rein, aber erstmal muss der hier weg. Und zwar ganz weit weg. In die Hölle. Das Runde muss ins Eckige. Du hast das Prinzip verstanden. So, die Frage ist, kann man das mit dem Käfer machen, oder? Ja, hat er gesagt. Nee, Moment, das ist doch jetzt gar nicht offen, oder? Oh. Stimmt, aber immerhin hat der Käfer es dahin getragen und Elektrizität wirkt auf ihm nicht. Wie können wir das definieren? Es ist ein Flug-Pokémon, aber trotzdem machen ihm Elektroattacken nichts aus. Das heißt, es ist ein Flugenboden-Pokémon. Richtig, oder jemand hat den Stromkreis falsch geschlossen. Ja, oder so. Schau mir jetzt einer rein. Das war vielleicht nicht so clever. Doch, er sagte, dann macht er keine elektrischen Wellen mehr. Ah, man kann jetzt wie eine Bombe rollen. Okay, habe ich nicht gesehen. Jetzt geht's. Passt. Dadurch öffnet sich das. Schön. Aber da oben ist noch ein Stein links. Meinst du, der ist was? Könnte ich nur mit einer normalen Bombe erreichen. Aber ich wollte mich hier sowieso nochmal umschauen, weil... Nee, oder? Da komme ich so nicht hin. Aber da müsste ja eigentlich was sein. Wenn ich da schon nicht hinkomme. Ist hier noch irgendwo eine Bombe vielleicht für den Käfer? Oben oder so? Da ist noch so einer. Der hat Sinn. Ich glaube, also hier nichts gesehen. Warte. Ich schau mal oberhalb. Nö. Keine Ahnung, wie ich an diesen Felsen rankommen soll, das geht nicht. Ja, irgendwie wird's bis Schau gehen, aber. Weiß nicht, was ist das denn? Schon wieder sowas zum Stechen, oder was? Na, dann das. Same Schwert, Teufel. Ich weiß noch nicht mal wohin. Ah ne, jetzt kann ich nur in diese Richtung drehen. Rechts geht nicht. Okay. Ja, dann einfach mal im Kreis. Dann mache ich so. Was das gebracht hat, weiß ich nicht. Wandel! Ein Blitz jetzt. Werden alle klein. Okay, es ist auf der Tür erschienen. Ja, das war noch der Schalter, den wir aktivieren mussten für die Tür, oder? Eigentlich habe ich nur nach der Kombination gesucht, aber was das ist, weiß ich nicht. Was machst du da? Keine Ahnung. Mit der richtigen Kombination alleine kommst du dort nicht rein. Ja, aber der andere hat mir gesagt schon. Was denn jetzt, ja oder nein? Lügt doch ja, alle. Das hatte ich mir doch gedacht, das ist nicht so, das ist das, was man im Internet nachschauen kann, dass man zwar die Kombination braucht, aber auch irgendwas aktivieren muss. Das würde ich jetzt einfach mal schätzen. Dass man es eben nicht nur im Internet nachschauen kann, sondern wirklich selbst das Zeug machen muss. Ja, und das wäre? Kann doch nur der Fels sein, aber den kann ich ja nicht treffen mit irgendwas. Nee, du das, was du jetzt aktiviert hast, hat ja so einen Blitz da hervorgeholt. Das ist wahrscheinlich das, was du aktivieren musst. Wobei, warte mal, ich habe eine ganz andere Idee. Wir stellen uns jetzt mal da hinten hin und machen wieder die Gegenwart. Mhm. Dann könnte ich ja eigentlich direkt da hochgehen. Müsste klappen. Vorausgesetzt, du versinkst nicht, weil, ja, das Sand erscheint ja da praktisch unter dir. Ja, aber wenn ich direkt daneben bin,
Ja gut, da müsste in der Nähe eine Plattform sein. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, du Onk! Da war sogar eine. Komme ich da irgendwie hin vielleicht? Rübersprinten könntest du vielleicht mal probieren. Ja, aber jetzt bin ich wieder am Anfang. Das ist doof. Ich brauche dem seine Hilfe da. Den schalte ich wieder aus. Das Dumme ist, jetzt ist hier keine Bombe, die ich da hintragen kann. Ich muss den jetzt irgendwie anders besiegen. Oder ich muss warten, bis es ihn wirklich besiegt. Das glaube ich nicht. Scheiße. Das geht. Wobei? Shit. Explodier, explodier, explodier! Komm, explodier! Like that. Ah, ist aber trotzdem weit, gell? Scheiße. Versuch's einfach, Link. Ah, ne, der war nicht vollkommen regeneriert. Komm, 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 komm. Lauf! Dann, das Ding treibt weg. Ich glaube nicht, dass es geht. Nee, nee. Doch, oder? Doch! Boah! Oh. God damn it. Da ist was zum Graben. Oh, mein Boah, weh, da ist jetzt nix, gell? Das wäre echt zum Kotzen. Der Turtellager kann da hoch! Nein! Das wusste ich jetzt nicht. Scheiße. Ja, ich wusste es auch nicht. Blödes Arschloch, nimm das! Ah, knapp! Nein, du bist nicht cool! Hör auf! Fuck, nein! Dann habe ich keinen Bock. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Mir ist es auch scheißegal. Wahrscheinlich ist es nichts. Ja, wobei, okay, wenn ich hier starte, dann bin ich einverstanden. Wäre ich jetzt wieder hinten, dann hätte ich echt keinen Bock. Du hast nicht mein Herz verloren, dafür, dass du versunken bist. Geil. Lade dich auf, lade dich auf, lade dich auf. Weich den Trottel aus. Oh, der kotzt mich so an, das ist unfassbar. Was glaubst du, was da ist? Grüner Rubin, oder? Ich sag ein blauer. Scheiße. Das kriegt er voll auf die Fresse. Nee, kriegt er nicht, weil ich weggehe. Ja! I knew it. Abgefuckt. Jetzt holst du ihn nicht mal. Ja, komm. Scheiße. Drecksrubin. Danke, du Arschloch. Aber eine positive Sache bei dem Spiel kann man sagen. Wenigstens füllt man nicht die ganze Zeit Rubine auf, die man eh nicht tragen kann, weil man hier recht früh große Taschen kriegt. Ja. Also ich habe schon wirklich den Eindruck, dass die Rubine in dem Spiel wirklich effektiv gebraucht werden. Alter, treff doch! Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas nicht verstanden habe oder so, aber ich schnall's nicht. Oh, da ist noch eine Truhe. Oh. Die hätten wir so auch nicht gefunden. Diesmal sind es 20, siehst du? Ich frage mich allerdings, was der wie lange die Schleuder diesmal für uns von Nutzen sein wird. Im Fall der Princess war sie ja recht schnell aussortiert. Die war nie wirklich von Nutzen, aber jetzt schon mehr. Ja geil, jetzt habe ich da dieses Feuer, dieses Blitzteil und? Das bringt mich hier bei dem Teil trotzdem nicht weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr Zeug, das du aktivieren musst, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt nochmal zu diesem Scheiß dahin. Moment, wie viele, also, als du gestochen hast, da waren doch so Ringe um das Ding, oder? Ja, da. Das ist ja die Kombination, von dem gesprochen wird. Richtig, wenn du den einen Ring jetzt in die Richtung zeigst, wo der Blitz war, müsste sich das Ding doch öffnen, oder? Ja, und woher soll ich wissen, welcher jetzt der... Da ist ein Artefakt. Was wolltest du sagen? Woher soll ich jetzt wissen, welche Richtung, welcher Ring für den Blitz steht? Wie viele Ringe waren dort? Ich glaube 3. Dann gibt es wahrscheinlich noch zwei andere Sachen, die du aktivieren musst, oder? Ja, die nicht mal eingezeichnet sind, geil. Ja, du hast doch deine Aurasuche eigentlich dafür. Ich will aber jetzt dieses Artefakt haben. Sieht nach einem Vergangenheitsding aus. Dann kommt vorbei, du kannst drüber. Ja, aber nicht hoch. Wie gesagt, sieht nach einem Vergangenheitsding aus. Oder ist da ein Greifhaken-Symbol? Da war eins, ja. Also ja, jedenfalls ist da so eins. Wahrscheinlich hat es mit Greifhaken dann zu tun. Das ist nichts. Ja, aber dann hau mal die Aurasuche rein. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu dem Hauptschalter und probieren das aus, was du gesagt hast, mit dem Ring. Kann ja sein.
Verständlich bombardiert mit Felsen. Das finde ich überhaupt nicht nett, muss ich echt sagen. Scheiß Vögel. Die sind ja richtig asozial. Ja, logisch. So, hallo. Sind die immun gegen Elektroattacken und... Oder wie weit breitet sich das denn aus? Nicht weit, gell? Nee, nein. Nicht sehr weit. Scheiße. Okay. Jetzt ist da aber dieses Thunder-Zeichen. Ja, wie gesagt, nach links. Okay, es sind drei. Nee, das Donner-Symbol war doch oben, oder? Ich hab's doch nach links gedreht. Ursprünglich war es oben. Ja, und das Donner-Ding, guck mal kurz auf die Karte, wo das ist im Vergleich zu dir. Da. Also eins nach rechts, oder? Geht das? Probier mal und jetzt versuch reinzudrücken. Nö. Oder so, ich weiß nicht. Geht nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich erst die beiden anderen finden. Ach Gott. Oh, da hinten sind zwei Dinge, wo du wieder eine Bombe reinschmeißen kannst. Ja, ich versuche schon die ganze Zeit da zu diesem Fragezeichen zu kommen. Eigentlich müsste... Wobei, was ist das? Das schaut so aus wie das. Das heißt, dass es da auch eins gibt, oder? Vielleicht. Kommt davon, was die Aura-Suche sagt. Ich glaube, da musst du dich größtenteils drauf verlassen. Also unnötig wird das nicht sein. Könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Wobei es noch im ersten Areal ist. Und ich weiß nicht. Das haben wir ja vorhin eigentlich verlassen. Da komme ich nicht mal hin, oder? Nein. Ja. Geschickt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich hätte echt sagen, dass du jetzt mal die Aura-Suche reinhaust und guckst, ob du noch was findest. Weil das sind drei Ringe und es könnte sein, dass drei Schalter notwendig sind. Der geht nur bei dem ab. Okay. The fuck. Ja, wobei da hinten auch. Boah, ist das nervig. Was haben sie sich da nur wieder einfallen lassen? Aber gut. Ja, wobei die Markierungen eigentlich ganz nett sind, finde ich. Ja, ohne die wäre es ja echt zum Kotzen. Oh, dann schaffe ich es wieder nicht von hier aus. Dann den langen Weg. Ja, durchs Blinde, oder wie? Okay, da kann ich langlaufen. Mhm. Die Frage ist, kannst du jetzt auch nach links? Kann ja, ich. Kannst du. Wahrscheinlich bis zum Grasbüschel in etwa. Piss dich, Arschloch! Asozialer. Ja, der ist sowieso ständig elektrisch geladen. Bis zum Grasbüschel, ja. Und dann noch ein Stück weiter. Ja, oh, und das Land. Gut. Aha. Jetzt ist stärker. Ja, da ist wahrscheinlich schon noch irgendein Eingang. Ich habe mich wahrscheinlich von dem Ding auf der Karte irritieren lassen, weil das so komisch aussah. Ja, nee. Das ist nur so ein Käfer. Fürs Netz. Oh, Arschloch, ey. Und dann fliegt der auch noch. Ja, vielleicht ist auf der anderen Seite ein Eingang. Ja, da muss doch was sein, hey. Was uns verarsche. Da ist nichts, nur Käfer. Auch, hab ich keinen Bock. Also, ich will mal auf der anderen Seite gucken, ob da irgendwas ist. Spaß. Was ist denn das eigentlich da? Was ist das denn? Schalter.
Keine Ahnung. Ah! Hier gebe es auch nochmal einen Speicher. So, mal wieder zur Abwechslung. Wir sind relativ im Arsch. Ich werde zurücklaufen und mich heilen und im nächsten Part werden wir dann hier reingehen und ich hoffe, dass uns das hier weiterhelfen wird. Bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword. Ciao.